Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fiesta Online. Und heute machen wir eine Runde Fino Chaos A. Diesmal vernünftig mit 60 FPS und nicht so wie in der letzten Folge mit 30, weil das war ein bisschen doof. Und außerdem wollen wir heute auch nochmal die Quests abgeben, die wir in der letzten Folge ja leider nicht geschafft haben. Und es ist immer noch irgendwie, ja, Fino B fängt immer noch nicht an, warum auch immer. Aber gleich müsste es bestimmt anfangen, sobald wir irgendwie abgegeben haben, ne? Das wäre jetzt nämlich sehr, sehr doof, wenn wir das nicht schaffen, irgendwie die Quest abzugeben und dann... Aber das schaffen wir, okay, gut. So, ich habe auch keine Ahnung, wie lange die anderen noch brauchen werden, irgendwie. Dann können wir das schon mal abgeben und haben 90%. Haben jetzt eine wiederholbare Quest, 352, die gibt sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Gut, dann machen wir die zumindest nicht. Ich glaube, die gibt 2% oder so, ne? 300, da irgendwie 2% gibt die pro Abgabe, von daher. Machen wir dann doch lieber Fino Chaos weiter. Weil 1,2 bekommen wir dort, ne? Dann hätten wir immer noch nicht unser Level up. Ja, da komm, das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Als ob wir dann. Dann hätten wir nämlich 16,3 und es fehlen uns. Oh, 400.000 würden uns noch fehlen. Ja, gut, ne? Gott, dann reite ich trotzdem mal irgendwie oben mal rum. Komm schon, Mann, bitte geht doch mal in Fino B rein. Oder die anderen sollen mal schneller fertig sein mit Fino A. Die ist schon irgendwie seit 2 nach draußen oder seit 3 nach. Was haben wir? 3 nach 7 draußen und irgendwie immer noch nicht fertig, mein Gott. So, ist vielleicht für uns irgendwas Interessantes auf dem Markt heute? Ja, nein, vielleicht. Wir gucken uns die Rüstung an, 55, dieser Sonnenset kostet 90 Gold insgesamt, ist er blöd oder teuer? Weiß nicht, aber Sonnenset brauchen wir glaube ich eh nicht so sehr. So, 75 haben wir hier, lohnt sich nicht, 85 haben wir hier auch irgendwas. Ja, 88 Dev, ach ja gut, 30 mehr, lohnt sich glaube ich nicht so sehr. Lassen wir es mal so. Dauert so noch, bis wir irgendwie mal Level abkommen. Wie viel kosten denn eigentlich so Armbänder? Auch wenn wir noch nicht das Level erreicht haben, aber will ich trotzdem mal sehen. Generell so alle Armbänder ungefähr. Ja gut. Okay, plus 10, 20 Gem, ja. Kann man so irgendwie... 16 Gem, also ich glaube, die werden für 14 bis 15 Gem verhandelt, je nachdem welche Uhrzeit. Mal mehr, mal weniger. Ja, mal sehen. So, zudem bereite ich gerade vielleicht ein Video vor, wo man, ja, wie man am besten Geld verdienen kann im Fiesta. Ich bin da gerade verschiedene Sachen am Ausprobieren und gucke, ob das was bringt oder ob das nichts bringt, weil, naja, manche Sachen gehen halt schneller, manche Sachen gehen halt nicht schneller. Weil da will ich dann noch ein paar Sachen in... Sag mal schnell Casino ausprobieren, ob das funktioniert oder nicht. Verhandeln die oder nicht? Nee, doch nicht. Was verkauft er denn? Also schön ist auch so Schreie. Gut, nichts Besonderes also. Weil ich glaube, das ist ein Abzocker, der wurde schon mehrfach als Abzocker genannt. Also von daher ist das halt so eine Sache, ne? Guck mal, da haben wir noch ein paar Silber. Ja, auf jeden Fall wollt ihr das machen, aber. Das ist halt so eine Sache. Irgendwie Top 10 Sachen, wie man Geld verdient oder so, wollte ich machen. Ne? Irgendwie so. So, Gruppe bitte. Weil ich brauche jetzt die Minibosse hier, ne? Guck mal, hier haben wir zumindest auch die Anzeige. So, wir brauchen ja genau alle 4 Minibosse. Giga Echsenmann machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Weil die einfachen können wir ja noch machen, die sind ja nicht so schlimm. Aber jetzt, da wo man halt die ganzen 50 Kills, 100 Kills machen soll, da habe ich ja nicht so viel Lust drauf. Lol. Ah, das ist auch nicht meiner. Ja moin, was ist denn jetzt hier los? Warum bekomme ich irgendwie keine? Was machen die denn? Die machen ja fast gar nichts. Ah, ich bin ja noch kein Zauberer. Ich will mir gerade so ein bisschen so nach vorne zaubern. Ich habe
Oder Link. Wie heißen die? Zinker, ne? Oder doch, Zinker heißt, glaube ich, die Fähigkeit. Wollte ich gerade wieder machen, geht aber schlecht, weil wir ja nicht die Fähigkeit haben. Wir sind ja nicht Zauberer. Ach komm, jemand hat meinen Kill geklaut. Und ich hoffe, man hört nicht irgendwie kleine Kinder im Hintergrund, weil draußen irgendwo in der Umgebung von den Nachbarn spielen kleine Kinder und schreien rum und da haben die wohl irgendwie so eine Feier, grillen da rum und laden mich noch nicht mehr zum Essen ein. Traurige Geschichte hier. Weißt du, da hatte ich schon wirklich voll Bock mit denen irgendwie grillen. Ja gut, ich habe keine Ahnung, wer da grillt, aber vielleicht mag ich die Leute auch nicht. Ich weiß es nicht, aber trotzdem hätte ich Bock auf Fleisch und Wurst und alles mögliche gegrillte halt, ne? Weil das sagt man ja nie nein. Und auf einmal hörst du die ganze Zeit nur solche kleinen Kinder am Rumschreien. Du hast null Plan. Wer da am Rumschreien ist, so, mein Kill, was machen? Hat der jetzt knallharte Folgen gemacht bei ihr? Ich glaube, der folgt ihr. Der folgt ihr wirklich. Wow. Und so willst du die Kills voll bekommen? GG, würde ich mal sagen. Wir brauchen immer nur 3 Kills, Mann. Ich glaube, der hätte sich sogar gelohnt, alleine zu bleiben die ganze Zeit. Weil so schaffe ich hundertprozentig nicht, die Bosse zu killen. Wow, ich bin begeistert. Wir müssen öfters in Fino reingehen, in nächsten Folgen, habe ich gehört. Ja, aber auf jeden Fall in der nächsten Folge kloppen wir nochmal die Ex-Männer. Soras Truhe müssen wir auch noch machen. Muss ich mal gucken. Weil ich habe ja bald frei und deswegen können wir halt ein bisschen mehr, kann ich wieder ein bisschen mehr Livestreams machen. Irgendwann. Wenn ich dann dazu die Zeit habe. Die Prüfungen sind ja noch nicht vorbei, deswegen. Ja, nicht nur du, ich bräuchte dir auch, die kleinen Mini-Bosse. Aber irgendwie, wenn sich da nichts ergibt, ne, dann können wir daraus schlecht irgendwas machen. Easy, würde ich mal sagen. Da haben wir Mara noch bekommen. Hätte ich wirklich nicht erwartet, dass wir Mara bekommen werden, aber besser für uns. So Leute, kommt mal bitte alle mit. Ich brauche hier mal ein paar Kills noch. So, dankeschön. Jetzt haben wir zumindest alle Kills fertig. Ja moin, ich habe ihn einfach die Argo geklaut. Wir haben einen Priester hier. Priester, heil mich doch. Wir haben einen Priester in der Gruppe, aber die macht nichts. Moni, wo ist Moni überhaupt? Okay, ist zu weit weg. Bitte? Bitte? Habt ihr das gerade gesehen? Wie ist er denn so schnell down gegangen? Wie ist denn der denn gerade so schnell down gegangen? Ich muss das gleich mal in der Replay nachschauen. Das ist irgendwie gerade ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, warum der so schnell getötet worden ist. Oder wie? Oder warum? Oder... Das verwirrt mich gerade, das haut mich von allen Socken gerade um. Weil ich glaube, das hatte ich noch nie, dass er so schnell gekillt worden ist, ohne dass man stehen geblieben ist. Gut, der ist einmal zu mir gelaufen. Aber ansonsten sind wir eigentlich nur geradeaus gelaufen. Das heißt, wir sind nicht stehen geblieben und haben den gekloppt. Das ist nochmal komischer irgendwie. Das verstehe ich auch gerade nicht, warum das so ist. Ja, mal ernsthaft. Also ich muss das gleich auf jeden Fall nochmal in der Replay nachschauen, warum der oder wie der so schnell überhaupt gestorben ist, weil ich komme darauf gerade irgendwie gar nicht klar, dass er so schnell weggestorben ist. Jawohl, ich hab die Agro. Boah, bin ich heftig drauf, ey. Oh, das ist so ein Thema, ich hab die Agro. Weil guck mal, der geht zum Beispiel langsamer down als der andere. Weil das interessiert mich wirklich, wie der gerade so schnell gestorben ist. Hm. Mann, ich muss mir das komische Hymn abgewöhnen, ey, das nervt. Das nervt mich auch selber, wenn ich immer Folgen aufnehme. Na, guck mal, wie lange der braucht, bis er stirbt. Also irgendwie weiß ich auch nicht weiter. Hat da wohl einer vielleicht 100 da reingeschmissen, um den zu töten, oder? Kann das sein? Ich glaube, selbst wenn man 100 schreibt, könnte man den nicht so schnell down, oder? Boah, keine Ahnung, gute Frage. Das ist ja eine gute Frage. Auf jeden Fall muss ich gleich mal nachgucken. Ja, auf jeden Fall zum anderen Thema. Ich versuche wirklich herauszufinden, wie man gut Geld machen kann. Ein paar Methoden gibt es.
Dann kommt noch die Frage, ob ich das so gut umsetzen kann, das Video, wie ich es mir denke, weil ich denke, das Video wird richtig heftig sein und im Endeffekt kommt da bestimmt so eine Scheiße raus. Ja, muss ich mal so schauen. Muss ich mal schauen. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel versprechen, weil am Ende kommt so eine Scheiße raus, also wie immer. Deswegen, also ich bin gerade dabei, das irgendwie zu machen, aber naja, mal sehen, ne? Ob da wirklich was Professionelles dabei rauskommt oder nicht. Das wird halt so eine Sache für sich sein, weil alle Sachen ausprobieren kann ich glaube ich auch nicht. Also einige zumindest. Vorhin kommt dann auch noch die Sache, ne, das ist ja Selbstplatzierung. Das heißt, die Methoden, die man selber gut findet, die stimmt man natürlich auch besser. Und das ist ja wieder so eine andere Sache, weil manche finden die eine Methode besser als die anderen, manche finden die... Ja, wie man die selber hat gleich. Manche sagen, ey, das ist ja voll dumm, was du da gemacht hast, Junge. Da kommt was ganz anderes drin vor und das ist halt immer so eine Sache, ne? Oh, naja. So, zumindest haben wir schon mal zwei Bosse getötet und auch bekommen. Mal sehen, ob wir Robo bekommen oder nicht. Das würde mich jetzt interessieren. Wäre natürlich auch richtig nice, wenn wir Robo bekommen würden. Haben die einen Sprint drin oder was? Warum haben die alle einen Sprint drin? Warum wird hier T3 angezeigt und hier nicht? Das ist gerade merkwürdig. Also ich kenne normalerweise, dass es so angezeigt wird, aber dass hier bei 15% auch die 3 angezeigt wird, ist das vielleicht, weil die neu sind oder also überarbeitet vielleicht die jetzigen, die rauskommen oder die man neu herstellt oder... Weil das ist irgendwie gerade für mich alles Neuland hier. So, der ist gleich zumindest schon mal down. Sehr schön. Und mal hoffen, dass wir auch von dem den Kill bekommen. Wäre nämlich richtig, richtig nice. So, alle Fähigkeiten drauf und... Komm schon. Nein! Scheiße. Och man! Das war ein guter Versuch, der nicht umgesetzt wurde, so gut wie man gedacht hat, dass er irgendwie... Ja, weiß auch nicht weiter. Alter, braucht die lange dafür. So, oh, ich stehe ja gerade... Oh Gott, geh mal ein bisschen weiter weg. Ich will mich hier selber nicht umbringen jetzt. Wäre nämlich die eine große Katastrophe. Was macht der denn? Geht doch nicht zu Fina da. Das wäre nämlich Selbstmord. Oh Gott. Genau so viel Selbstmord ist es, was ich hier gerade abtreibe. Aber nein, wir haben ja einen wunderschönen Kleri drin, ne? Den mich ja auch sehr schön heilen kann. Und von daher bleibe ich weiterhin in der Mitte. Weil die setzen hier sowieso alle AOEs drauf und dann kriegen die halt durch die AOEs nochmal nach Schaden irgendwie. Kann auch wie das heißt, Nachschaden, gibt's sogar so ein Wort? Weil die AOEs machen ja noch einen Nachschaden da, ne? Zudem hat der Kleri dann auch was zu tun, weil ich glaube, der langweilt sich zu viel. Die ganze Runde nichts gemacht, außer vielleicht ab und zu mal gehalten. Jetzt kriegt er mal ein bisschen Action hier. Ne, so eine kleine, gucken, ob er wach ist oder nicht wach ist. Eine ungeöffnete Karte brauche ich nicht. Ich brauche Schleimgelee hochwertig. Damit macht man nämlich sehr, sehr viel Geld. Zumindest nicht, wenn man die verkauft, sondern TD5-Rollen herstellt. Schlechter Kleri, Mann, was heilt der mich denn nicht? Da ist sie eingeschlafen, die hat sich überschätzt. Na gut, so schlecht will ich es nun auch nicht beurteilen. Geht so für den Kleri. Ist jetzt nicht der Traum-Kleri, aber naja, sie ist ja am Lernen, weil bis Level 77, oder eher gesagt, man lernt ja Kleri spielen erst wirklich so ab Level 70, weil davor ist ja irgendwie alles, ne, düster, langweilig, selber kloppen, vielleicht wurde sie auch hochgezogen, weiß ich nicht, ich will jetzt nichts beurteilen. Aber hier lernt man erst so richtig das Kleri spielen. Ja, deswegen will ich mal nichts beurteilen, ich lasse mal so wie es ist. Und wir brauchen noch 2%, bis wir Level up sind, naja. So, und wir kriegen... nur. Geht so aus.
So. Aber ich würde mal sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben. Wenn nein, dann gebt leider einen Daumen nach unten. Aber bitte kommentiert auch in den Kommentaren, warum das so ist. Und sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein.